Das Wichtigste einer Präsentation bleibt natürlich der Inhalt. Also gehen wir mal im Inhaltsverzeichnis, welches unmittelbar nach der Titelfolie folgen dürfte, die einzelnen Slides, die einzelnen Folientitel ein. Slide ist der englische Begriff für eine Folie. Wir werden etwas zu den Merkmalen eines Tigers erzählen, etwas zur Stammesgeschichte, dann zu den Lebensgewohnheiten, Mythen und Legenden, dann wo kommt der Tiger überhaupt vor und wie sieht es mit dem Bestand aus. Vielleicht finden wir ein spannendes Video und zuletzt noch ein Quiz. Das sind nun 7 Folien und das sind gleichzeitig die Titel, die Überschriften aller weiteren Folien. Also ich lege jetzt eine Folie an, die heißt Merkmale, eine Folie, die heißt Stammesgeschichte. Da füge ich eine neue Folie ein, die heißt Mythen und Legenden. Nächste Folie heißt Vorkommen und Bestand. Hier passe ich ein Video ein und am Schluss möchten wir den Vortrag abrunden mit einem Quiz. So sieht also jetzt mal die Struktur der Präsentation aus. Das kann ich auch im Überblick in der Foliensortierung haben. Das sind also bisher 8 Folien. Vielleicht möchte ich am Schluss noch eine leere Folie, um das Ende der Präsentation noch feierlich inszenieren. Also wenn ich mal diese Struktur habe, dann gehe ich in ein ganz wichtiges Menü von diesem Programm, nämlich das Menü Ansicht Folienmaster. Ich wechsle jetzt da mal zuerst in die normale Ansicht. Und im Menü Folienmaster, wenn ich dieses Menü wähle, scheint plötzlich mein gesamter Inhalt, meine gesamte Struktur zu verschwinden. Dem ist jedoch nicht so, wenn ich im Menü Folienmaster, welches sich nun zwischen dem Menü Datei und Menü Start eingeschoben hat, rechts außen diese Masteransicht schließe, dann bin ich wieder in meiner ursprünglichen Präsentation. Es hat sich also nichts geändert. Was macht der Folienmaster? Der Folienmaster, wenn ich jetzt da wieder hineingehe, Menüansicht, Folienmaster, erlaubt es mir, die gesamte Präsentation einheitlich zu gestalten. Also da links außen habe ich das Titelmasterformat und so wie ich diese Folie gestalte, so erscheint dann meine gesamte Präsentation. Beispielsweise, ich setze da irgendeinen Farbeffekt. Man erkennt dann schon in der Vorschau, dass alle anderen Layouts diesen Farbeffekt auch übernehmen. Ich gehe auf Masteransicht schließen und schon habe ich da die gesamte Präsentation einheitlich formatiert. Nun möchte ich das natürlich ein bisschen attraktiver haben als nur so einen blauen Hintergrund. Ich gehe wieder in den Folienmaster und gestalte nun mein Format. Beginnend mit dem Titel. Der Titel möchte ich nicht zentriert, sondern linksbündig haben, also gehe ich ins Menü Start und formatiere jetzt nun diesen Titel einmal und das wird dann für jede andere Folie gleich übernommen. Also ich setze das auf linksbündig, ich möchte den Titel fett haben, ich möchte ihn vielleicht etwas kleiner haben und ich nehme eine Schrift, die mir besonders gefällt. Ich nehme jetzt da so eine etwas frechere Handschrift Andi. Wenn ich diese freche Handschrift Andi nehme, dann ist das so eine Grundregel beim Layouten, dass der Text die gleiche Schrift haben soll. Ich habe jetzt also mal die Schrift, das Schriftformat geändert. Auf allen anderen Folien wird das genau gleich passieren. Jetzt möchte ich da nicht einen einfarbigen Hintergrund, sondern ich möchte ein Bild einfügen.
Da habe ich mich da kurz verklickt, gehe wieder Vollmaster. Also ich möchte ein Bild einfügen. Ich wechsle zu Google. Klicke auf Bilder. Ich möchte ein Bild suchen von einem Tiger, welches ich dezent in den Hintergrund setze. Jetzt möchte ich natürlich ein passendes Format. Dieses Format ist 1920 auf 1080 Full HD 16 zu 9 Format. Also suche ich gleich ein Bild, klicke da auf die Schaltfläche Suchoptionen, alle Größen genau. Und hier kann ich jetzt eingeben, das Bild soll 1920 Bildpunkte breit, 1080 Bildpunkte hoch sein. Ich nehme jetzt nicht einfach das erstbeste Bild, sondern ich nehme irgendein Bild, das mir besonders gefällt. Dieses hier. Und ich öffne dieses Bild in voller Größe, indem ich draufklicke, speichere es sinnvollerweise im gleichen Ordner, dann kann ich das wieder schließen und nun gehe ich wieder in meine Präsentation, gehe aufs Menü Einfügen. Ja, was möchte ich denn einfügen? Eine Grafik. Diese Grafik habe ich sauber abgelegt im Ordner Tiger und dieses Bild erscheint nun obendrauf. Der Text verschwindet logischerweise, denn das Bild habe ich zuletzt eingefügt. Jetzt kann ich, wenn ich das Bild anklicke, in einem Kontextmenü, einem Menü, das erscheint, wenn dieses Objekt aktiv ist. Wenn ich daneben klicke, ist das Bild nicht mehr aktiv. Ich habe da wieder die gleichen Menüs. Und wenn ich jetzt die Menüleiste hier an dieser Stelle beobachte, wenn ich das Bild anklicke, erscheint das Kontextmenü. Dieses Menü steht im Kontext mit diesem aktiven Bild. Und hier kann ich alle Änderungen vornehmen. Ich kann das Bild zuschneiden, drehen, Bildeffekte wählen, einfärben, komprimieren und so weiter. Ganz wichtig, die Reihenfolge ändern. Dieses Bild muss in den Hintergrund. Jetzt habe ich da schon mal den Text im Vordergrund. Das wollte ich so haben. Aber der Text ist nun sehr schlecht lesbar an dieser Stelle. Also muss ich das Bild noch ein bisschen ausbleichen. Das mache ich bei der Farbe. Da habe ich auch so Möglichkeiten, das ganz schnell zu bewältigen. Und schon habe ich da einen dezenten Hintergrund, welches auf jeder Folie gleich erscheint. Das wird da angedeutet mit den verschiedenen Layouts. Für die Titelfolie macht das jedoch ein bisschen wenig Sinn. Und da kann ich jetzt sagen, ich möchte die Hintergrundgrafik ausblenden. Die Titelfolie, die soll ein bisschen bunter erscheinen. Die darf etwas bunter erscheinen. Auch möchte ich das Titelformat, möchte ich nicht linksbündig haben, sondern zentriert. Und ich da möchte das größer haben. So, das sind jetzt mal die wichtigsten Einstellungen. Wenn ich das den Folienmaster beenden möchte, muss ich wieder auf das Menü Folienmaster zwischen Menü Datei und Menü Start und rechts außen die Masteransicht schließen. Meine Präsentation sieht nun so aus. Jede Folie hat nun dieses Design. Bei der Titelfolie wähle ich jetzt nochmals den gleichen Vorgang. Ich möchte dieses Bild einfügen. Ich setze es wieder in den Hintergrund. Übrigens kann ich das auch mit Rechtsklick machen. Da hat es noch einen kleinen Schönheitsfehler. Diese Schrift möchte ich nicht grau haben, also kann ich die einfach markieren und dann auch auf Schwarz setzen, zudem ist sie mir viel zu groß. So, ich habe eine Struktur und ein Layout für meine Präsentation. Im nächsten Kapitel werde ich zeigen, wie wir jetzt zum Beispiel diese Titelfolie auch noch animieren können.